Weiter geht's mit der nächsten, mit dem nächsten dahinter. Napoleon oder Pequeno? Ich mache jetzt erstmal die älteren Quests weg. Ich muss jetzt so gerade gucken, wo ich hin muss. In die richtige Richtung vor allen Dingen mal. Jo, schön, dass ihr dabei seid wieder bei Let's Play Far Cry 6. I need your help to find the lieutenant. Our soldier friend said he saw Napoleon El Pequeño's private island. So you and me are going to take a boat from a dock in Siniestra to Cayo Villarreal. We take out this Singao and Jose's whole operation crumbles. But keep this between you and me, okay? Papa's got enough stress to deal with right now. Machen wir so. Alles klar, auf geht's. Nehmen wir's an. Napoleon El Pequeño. Pequeño. Oder wie auch immer. Aber in Spanisch ist da eher nicht so gut. Mein Spanisch nichts gut. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben doch schon wieder ein Heli oder so, ne? Wir haben ja alles freigeschaltet. Ich guck grad mal. Blöde Frage, nächste Frage. Haben wir wirklich kein Heli? Haben wir gar kein? Weil ich will eigentlich schon gern da irgendwie zu Fuß hin. Oder eigentlich, ja gut, anders geht's halt nicht. Wenn wir dann nicht mit dem, wir haben nichts hier, kein Heli, kein Auto, kein gar nichts. Was ist denn das hier? Bandido. Benito. Feel like being a pirate again? We need resources, intel, allies. Only you can get them. I'll send you anyone I rescue. They will be happy to stick it to Anton. Soon you'll have your own little pirate army. Benito's Banditos. Gut, dann machen wir das anders. Dann nehmen wir ein Pferd. Viva Libertad. Aber keinen? Gut, verstecken. Cool. Wenn man die nur einsetzen muss, war Anführer und Rekruten einsetzen. Ach so. Abschließend sich dann den Ansatz um die iranische Geschichte. Das müssen wir mal an, das müssen wir einander mal angehen. Das müssen wir nicht jetzt angehen. Ich will eigentlich gerne mal der Quest machen. Ich muss kurz gucken. Ich habe jetzt, glaube ich, noch ein Pferd gesehen. Entweder brauche ich Auto oder Pferd. Aber warte mal. Nee, ach, wir müssen ja eine Tafel finden, wo wir ein Auto anfordern können. Theoretisch könnten wir das, ja. Ich brauche ein Pferd. Brauchen wir das Fahrzeug? Da hinten. Zumindest mal ein. Ich will eigentlich nur. Nee, also Flugzeug brauchen wir nicht anfordern. Ich stehe mit einem Auto. Fahrzeug rufen. Jo, nehmen wir. Cool, unser Dings ist bereit. Unser Supremo! Na dann, auf geht's. Wir müssen leider die Mucke ausmachen, weil YouTube sowas gerne immer ein bisschen strikt. Ich mag zwar gerne einige Songs, das ist klar, aber nee, wir lassen es erstmal, wie es ist. So, ich hack jetzt hier mal runter, weil wir müssen unbedingt zum nächsten Punkt. Wir müssen nach Siniestra zu Espada, die war ja vor zwei Folgen, glaube ich, war das vor einer oder zwei Folgen, nee, zwei oder drei Folgen, also nee, vor zwei Folgen, also Alter. Wie soll ich jetzt, was auch immer der jetzt gerade wollte, aber wir lassen nur gut, dass uns nicht jeder Feind angreift. Gut, dass es nicht jeder Feind angreift. Wir lassen es auch teilweise erstmal sein. Komm, vorletzte Folge war das. Hat man die Espada befreit. Oder beziehungsweise geholt. Bam. Den Riss können wir zu Fuß gehen. Den Riss können wir zu Fuß gehen. Wir nehmen Benzin mit. Feine brauchen wir nicht. Und wir machen uns auf zum Hafen. Ziel abgeschlossen. Nein, nicht den Einsatz, sondern das Ziel nur. Swim.
So. Cool, wir fahren mal nicht selber, sondern lassen. Nice boat. Is it yours? No, I stole it. Papa taught me how to hotwire tractors when I was a kid. Boats aren't so different. Hey, we have to get Carlos a doctor. Good luck. He's coughing blood, he needs help. Papa took me fishing once, south of Costa del Mar. He's a hell of a rancher, but a shit fisherman. No patience, couldn't cast. Kept snagging his line on the bottom. Even hooked himself in the lip. Got so pissed, he threw a stick of dynamite in the water. Killed a lot of fish, but also put a fucking hole in our boat. We swam 5 kilometers back to shore. All these okay. boats stopped to help, but Papa told them to fuck off. What does this have to do with Carlos being sick? I'm saying that the day Carlos Montero gets help, is the day hell freezes over, Danny. Coño. You Monteros are stubborn. Not me, just Papa. Sure, sure. Shut up. Fucking tobacco. It was supposed to make our people rich. That's what Anton said anyway. See? That's how we got elected. Yes, and a lot of us voted for him. Costa del Mar, Rang 3. Gut, wir sind Rang 5, ne? Be like the old days again. Like some kind of fantasy. Oder? Wir müssten immer noch knapp 5 sein, ja. Leider noch nicht höher. Leider noch nicht höher. We were so fucking wrong. If we want to change things, someone has to whip us all into shape. Bring us together. And it's not going to be Papa. So Carlos doesn't have a plan? His plan is don't tell anybody what the fuck you're feeling, ever. Don't trust anybody either, especially your own daughter. Just fucking react to whatever Napoleon el Pequeño throws your way. He's old school. Reminds me of my headmaster in the orphanage. Strict, tough as shit, but if he liked you, he had your back for life. That kind of thinking is gonna get us all killed. We can't keep reacting to Hussein. It's not working. We need to try new things, be agile. Stay one step ahead of that little hijo de puta until he's dead. I'm with you. Good answer, Daddy. So, wir haben wieder irgendwas mit unbefugtes Betreten, also sollten wir tun nichts aufpassen hier. Mierda, you smoking Mexican? Tobacco out here has been vivido. Can't even smoke our own anymore. Come mierdas. José Castillo. Anton's bitch of a nephew. Lo veo y no lo creo. What's he doing? He's with the lieutenant we were looking for. Looks more like a scientist. Let's take Jose out. No. You might hit the lieutenant. What's going on? Oh, God. Over there. Ich glaube, die haben uns gesehen. I need to know where that scientist is going. Let's search his place for intel. Kann ich ihn töten? Maybe his friend by the helipad can help. Suche nach Informationen zu einem Teniente. Aber ich hole jetzt mal die zwei hier. Beide tot. They've got a medic. Ich habe mal erstmal nur einer, aber ich will jetzt mich gerade nur ganz kurz mal hier ein bisschen ran bewegen. Zwei laut der Karte.
Ist aber nur einer, ne, sind zwei, drei sind's. Da haben sie noch einer, Minimum. Ich sag ja, das sind Minimum drei, ja. Aber eigentlich sind, oder sind's nur die drei? Ja, es sind nur die drei, okay. Steh mir doch nicht vor der Nase, schreck mich doch nicht so. Das hat aber nichts mit den. Die Feinde hier vorne haben nichts mit dem bei denen zu tun, ne? Das ist nur ein bisschen was anderes, oder? Ich hab mich mal gerade ein bisschen. Keine Sorge, ich will mich nur mal ganz kurz. Was ist der denn? Da. Oh, dieser scheiß Köter. Wie gesagt, ich. Oh. Aua. Lass mich in Ruhe, Hundi. Verpiss dich. Das ist aber doch was hier vorne. Sorry, ich bin da eigentlich schon wieder komplett außerhalb. Gute Nacht. So, jetzt. Weiter. Ich bin eigentlich schon wieder viel zu weit außerhalb. So, da ist ein Medic. Das hat sie ja gesagt. Das Problem ist aber, dass dabei Minimum ein Tier ist, also ein Hund. Oder was auch immer. Der geht weg. Ich war der andere geplant. Gott, hab ich nicht gesehen. Die wissen jetzt natürlich, dass wir da sind, aber ich hoffe, dass ich jetzt alle habe sogar. Nee, habe ich natürlich nicht. Da ist noch, da kommt ein bisschen Nachschub. Das könnte aber Nachschub sein. Entweder Nachschub oder schon wieder neue Leute. Weil die, oder mehr Leute, warte mal, ich muss mal gucken, wo der ist. Aua. Das war mal. Gute Nacht. Okay. Still have to find intel on where that scientist went. Gut, das waren dann alle. Oh, warte mal. Vielleicht kriege ich den noch mal. Engineer spotted. Scheiße. War natürlich jetzt nicht beabsichtigt. Egal. Da ist unser Gegner. Wie soll zum Helipad? Ich habe ja noch mein Supremo. Rein theoretisch wäre das nicht schlimm, wenn ich den jetzt. So, ich muss mich ja gerade nur orientieren da vorne. Lesen. Ein Abend auf Cayo Villarreal. Villarreal. Also wenn ihr irgendwas lesen wollt, bitte das Video einfach nur anhalten. Okay. So, wir müssen darüber. Das werden wir auch tun.
steht, werden wir auch tun, da mal rüber zu hüpfen und zu huschen. Wie gesagt, der Supremo, der kann durchaus noch nützlich werden. Ich bin, wie gesagt, ich bin kein... Das sind die scheiß Dinger da. Die Schiff, das Schiff. Tschüss. Wir sind hier leider nicht bei Assassin's Creed. Dieses scheiß Schiff geht mir auf den Senkel. Wo ist das denn hin? Ach, der Ventrill. Die hole ich mir, die zwei. Die gehören irgendwo mit dazu. Ich muss noch ein bisschen auf Dingskommando machen. Komm, komm. Stell doch schön beieinander. Der Fahrer versenkt. Eieieiei. Und ja, der Heli gehört da irgendwo dazu. Aua. Scheiße, ich wollte zu viel. Jetzt hast du die Minde. Ja gut, der Heli muss jetzt mal weg. Das ist das Problem bei der Sache. Scheiße. Wo ist die Olle? Hier. Ja, ja, warte. Komm her hier. Scheiße, die haben natürlich... Ich weiß nicht, wo die herkommen, aber irgendwo... Kein Geschütz, ne? Warte mal, auf dem Schiff vielleicht. Warte mal, ich will, komm, kannst du was aus dem Schiff nehmen? Madre de Dios. Kann ich das Schiff nehmen? Ah, nimm das scheiß Geschütz jetzt! Fick dich doch, Retter, was machst du denn mit mir jetzt gerade? Mann! Scheiß Heli, gib mir auf den Sack, ey! Ich weiß nicht, was die Olli jetzt gerade versucht hat, ey. Ich wollte an das scheiß Geschütz ran. Ich wollte eigentlich schön an das Geschütz ran. I need to know where that scientist is going. Let's search his place for intel. Ja, natürlich, ernsthaft. Gute Nacht. Sind die Feinde jetzt noch da oder was? Sind die weg? Das wollen die einfach mal gerade Feinde sein. Die sind, glaube ich, wieder respawned. Das war jetzt mal wieder ein Fernsehen. Aber mir ist es wurscht. Wir haben es wieder mit Dingen aufgehalten, die wir nicht wollten. Diese scheiß Schiffen. Hätte es wär egal gewesen. Aber ist egal. Alles gut. Wir machen weiter. Think Jose's got a computer around here? Schreier müssen noch lauter rum, weil hier vor allen Dingen was in der Nähe steht. Ich weiß nicht, wo er ist. Scheiße, der gehört ja genug. Scheiße! Der ist nicht zu klein zu kriegen, der Typ. Okay. Der war nicht klein zu kriegen, der Typ. Der hat natürlich jetzt ein bisschen mehr... Also, halt das Wasser des Wortes Lunte gerochen.
Engineer. Engineer ist gar nicht so unwichtig. Drei Mann weg. Sehr schön. Warum Engineer nicht so wichtig ist, ist ganz einfach erklärt, weil der, glaube ich, meines Wissens ein automatisches Geschütz aufbauen kann, was ziemlich gefährlich werden könnte. Deswegen lasse ich ihn erstmal in Ruhe. Der ist tot. Dann habe ich ihn eben nur nicht getroffen, richtig. Oder, nee, ich komme zwar der Scharfschütze hier oben. Aber egal, den anderen habe ich auf jeden Fall erwischt. Ich weiß nicht, ob der in unsere Richtung guckt. Ich will ein bisschen sein Rücken. Jetzt habe ich ihn. Jetzt habe ich ihn. Für die scheiß Box. Oh, das geht wieder toll. Ah, hier. Klappe. So, fehlt noch eine Box, oder was? Oh, Alter. Da oben ist noch eine Box. Schön, Feinde. Und ich kümmere mich hier um so eine scheiß Musikanlage, die ich gerade ein bisschen drum. Was ist denn der? Fresse jetzt. Ich bin erwischt. Ja gut, der Köter ist weg. Oh, oh, ich sag mal weg hier. Ja. Gut, okay. Suchgebiet. Wir sollen einen Computer finden von dem Ding. Hab ich sie alle jetzt, oder? Hab ich jetzt... Wo ist denn da noch eine Box? Naja, egal. Ich will das genau ausschalten, das Ding. Wieder Feinde unterwegs oder was? So, wir müssen jetzt mal schauen. Wir gehen mal hoch. Wir machen mal wieder Dinge. Wir machen wieder Dinge, was wir nicht machen sollen. Ich lerne nicht raus, aber ist egal. Tür ist offen. Dann machen wir das mal. No password, idiota. Let's see what we got here. So, rette dich. Has a fucking torture chamber filled with outlaws. It's under the lighthouse just south of here. Gut. Can you let me in? 600 Meter von hier ist ein. Oh, warte mal, das haben wir zum Lesen. So, warte mal, hier haben wir noch irgendwas. Eine Waffe. Blutrausch. So, jetzt hüpfen wir mal wieder rüber. Ich tue mal kurz mit dem Feind hier. Und dann machen wir uns mit dem Auto auf, wa? Kommt die Olli jetzt mit, oder was? Egal. Eben nicht.
Warte mal, ich muss mal kurz zum. Wo muss ich hin? Ach, da unten hin, okay. Wir können ja mit dem Auto fahren, hoffentlich. Oh, macht aber Spaß, die Karre. Ich gehe davon aus, dass wir nicht alleine sind. Warte mal. Der wird sich bestimmt freuen jetzt, als ich mit seiner Karre ankomme. Also, pass mal ein bisschen auf hier. Warte mal, ich nehme trotzdem das. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Leuchter Bungali. Richtig gefangen. Ich weiß nicht, ob wir die mit links verpacken können. Ist da nur einer? Tun ist ein bisschen aufpassen gerade. Und da wir nicht bei Assassin's Creed sind hier, können wir auch nicht hochklettern. Feinde? Deswegen bin ich auch nicht über die Straße gefahren. Sondern über die... Deswegen ist das auch nur eine Dreier-Mission. Tschüss. So, das ist aber Minimum noch einer. Aber könnte aber unten sein. So. Ich start mal nach. So. Gute Nacht. Komm hier. Estoy tan contento que me encontraste. Gracias. José es un Monster. Please, please help me survive this. Espada. José was using this place as his own little torture chamber. He had outcasts in there, but I freed them. Enfermo mental. I shouldn't be surprised. Good work though, Danny. I found where that scientist works. The Singao we saw earlier. His lab's in Refmira. Meet me there. Okay. Then are you going to tell me what's really going on? You'll know when I need you to know. So, haben wir es geschafft, oder was? Ja. Perfekt. Napoleon El Pequenor ist abgeschlossen. Nächster Quest oder nächster Einsatz ist die Blutsbande, die uns jetzt ansteht. Was haben wir denn hier noch? Eine Vierer-Quest? Haben wir noch irgendwas Älteres? Hier ist noch eine Dreier-Quest. Ich möchte jetzt erst sagen, oh, wir haben, ja gut, wir haben noch jetzt einen Vorgang. Wir haben noch genug Material, wir haben noch genug Zeugs. Also hier unten sind auch noch ein paar, aber das sind alles Geschichten. Militärische Ziele. Immer noch. Aber ich deswegen machen wir erstmal Einsätze. Gut, ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter mit den brechenden Ketten. Für hier Maximus Matanzas. Oh, wir kriegen ja als Rettchen Zebra. Cool. Na gut, dann bin ich raus für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.